Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und in Valheim. Ich bin Mr. Namdos und ich bin immer noch ziemlich zerknirscht darüber, dass ich dermaßen einen auf den Deckel gekriegt habe. Damals war's. Und ja, okay, da müssen wir jetzt leider durch. Und wie man hier sieht, ich fange schon wieder an, Dinge hin und her zu sortieren. Und bin im Augenblick dabei, so ein wenig auf der einen Seite meine Wunden zu lecken. Und auf der anderen Seite halt, ich müsste da mal so ein paar Pfeile nachbauen, sehe ich gerade. Wieder meine Dinge sozusagen hier so aufzustocken. Mache ich das hier gerade eigentlich richtig? Hatte ich da nicht schon so ein paar Sachen drin? Mir war doch so... Entschuldigung. Ich lasse den mal hier. Oder, ja, da sind 10, okay. So, ja, ich brauche... Ich glaube 12, ne? 12, ich brauche 4 für einen Speer, genau, 4 Flint für einen Speer. Es wären 3 Stück, das heißt, ich brauche noch 12, insgesamt 2 Hammer, also noch 10. Das ist, ganz schön happig, muss ich schon sagen. Ganz schön happig. Egal. Das ist halt so, dann ist wohl durch. Ich habe irgendwie ein paar Steine zu viel, kann das sein? Pack den mal hier hin. Pfeile. Ich brauche einmal Feuerpfeile und ich brauche auch wieder Holzpfeile. Dann machen wir uns die mal eben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich jetzt am besten vor? Machen wir uns noch 5, dann haben wir wieder 20, das ist ganz gut. Und dann... Nein. Ja. 18, das soll erstmal reichen. Oder komm, hier haben wir noch welche. Dann haben wir noch 3 in Reserve. Gut. Ja. Stichwort war ja auch, ne? Ausbau der Basis. Denn, wie gehe ich jetzt am schlausten, am dümmsten vor? Wir brauchen Flint, wir brauchen Leder, wir brauchen alles. Und, draußen ist natürlich mal wieder Nacht. Ich glaube, das Beste, was man machen könnte, wäre, sich vielleicht diesen halbwegs zentralen Ort da auszusuchen. Und da eine Basis zu bauen, beziehungsweise... Oh, es wird hell. Es wird hell. Es wird Tag. Es wird hell. Ja, du wieder Deutsch. Gut Deutsch sprechen heute, Namdos. Bist du voll dabei? Da haben wir irgendwelche... Nachbarn, die sich irgendwie meinen, da... mokieren zu müssen. Ja, super. Ich hasse es. Jetzt rennt er natürlich hier wieder aufgeregt hin und her. Na gut, was soll's. Ran an den Feind. Hallo? Dann kann ich da halt immer im Vorbeigehen einfach verkletet. Wird so mir auch egal sein. Jetzt habe ich darauf geachtet, dass der Kollege sich nicht mehr bewegen kann. Nee. Diese Anfangsfehler sollte man eigentlich hinaus sein. So. Ah, ich habe noch 3 Flint. Oh. Oh. Hatte vermutet, oder ich war davon ausgegangen vielmehr, dass die Flint, was da drin liegt, dass das alles ist, was ich habe. Tür ist, glaube ich, hier, ne? Genau. Erstmal kräftig gegen die Wand drin. So, Tür auf. Namdos rein. Hallo? Ich muss da Dinge tun. Kann ich das denn vielleicht ein bisschen korrigieren? Komm da nicht rein. Das ist natürlich peinlich. Schnapp mal die hoch. Jetzt ist die Frage, was macht der jetzt da, wenn ich da jetzt drauf drücke? Clear Terrain.
probieren wir mal ein Glück. Jetzt hat er das abgesenkt, was aber nicht mal unbedingt die dümmste Sache ist, weil wenn ich das noch mehr absenke, könnte man doch da eine Treppe oder so hinsetzen. Bei der Gelegenheit, es wird dann natürlich der ursprüngliche Boden wieder sichtbar. So, ich gehe mal auf die 6. Den reißen wir weg, den brauchen wir nicht. Oder komme ich von hier aus jetzt, kann ich da jetzt leichter rein? Ich kann leichter reinspringen, das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, sehr schön. Genau, Flint war das Stichwort. Da habe ich 2. Wir haben 5. Ich habe 5 Flint. Moment. Das machen wir anders. Das machen wir so. Okay, mir die 4. Und dann bauen wir uns einen Speer. Hallo. So. Dann hätten wir immerhin schon mal 2 von 4. Das ist besser als nichts. Das ist besser als nichts. So, okay. Trotzdem die Frage. Was tun, sprach Zeus. Ich gucke erstmal hier unten noch ein bisschen weiter nach Flint. Was habe ich alles dabei? Jede Menge Steine, einiges an Holz. Moment. So. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen Flint finde und vielleicht haben wir ja Glück. Wobei, ich kann mich entsinnen, wir sind ja schon mal da unten lang gegangen, da waren ja nur wieder diese komischen Drog. Gucken wir mal. Vielleicht hat ja hier eine wunderbare Flintvermehrung stattgefunden, ich würde mich sehr freuen. Aber ich fürchte, wunderbare Flintvermehrung wird ein Wunsch bleiben. Den Löwenzahn, den lasse ich erstmal da. Ich glaube, mit Löwenzahn habe ich einiges. Frage ist nur wieder jetzt, wo, in welcher Kiste, in welcher Siedlung. Ich muss das alles ein bisschen besser organisieren. Ich bin sehr unorganisiert. Das gebe ich offen zu. Das müsste alles ein bisschen besser laufen. So. Aber hier sehe ich keinen. Ach ja, komm. Geh du deiner Wege. War jetzt auf andere Sachen fixiert. Da ist immerhin einer. Immerhin einer. Ich bin so glücklich. Versuch mal so weit wie möglich daran zu kommen, ohne dass ich mit denen da Ärger bekomme, weil, wie gesagt, das sind wenigstens 3 und da bin ich nicht bereit. Was passiert da? Sah gerade so aus, als würde da gekämpft. Kann das sein oder habe ich das geträumt? Kurios. Weil gut, wenn die sich da gegenseitig umbringen, mir soll es recht sein. Ah nee, es sind doch alle 3 da oder sogar 4. Es sind 4. Natürlich sind es 4. Es sind 5. Es werden minütlich mehr. Sekündlich. Hä? Ach, die kämpfen gegen so einen Grauzwerg. Ach ja, genau, die können sich ja nicht untereinander. Da scheinen noch mehr zu sein. Dann war das gerade der richtige Eindruck von mir, dass ich, als ich sagte, irgendwie, das sieht so aus, als würde da gekämpft werden. Nun ja. Es wäre toll, wenn dieser Riesenzwerg da auftauchen würde und den Kollegen da mal ein bisschen einheizen würde. Ich glaube, da hätten die Probleme. Mit den Zwergen kommen die ganz gut klar, aber wenn da dieses Riesenvieh auftaucht, ich glaube, da haben die wohl ein bisschen das Nachsehen. Und ich meine gut, auf der anderen Seite, dann hätte ich dann den Riesenzwerg da irgendwie wahrscheinlich hausen und ob das unbedingt besser ist, möchte ich fast bezweifeln. Bleib stehen! Ist Vieh.
mit einem Feuerpfeil ins Wasser zu schießen auf einen Hirschen ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die klügste Idee. Jetzt habe ich ihn zwar erwischt. Aber bekomme ich auch die milden Gaben, die ihr zu bieten hätte. Schauen wir mal. Oh, das hat funktioniert. Sehr schön. Und hier ist auch noch Flint. Doppeltes Glück. Mein Gott, was ist los? Oh, doppeltes Glück. Mhm. Okay. So kann man es auch nennen. Wo ist er? Hey. Achso, er kommt angetrabt. Treffer. Treffer versenkt. Auf die zwei Kollege und ihn schnell einen verplästern, bevor er sich da irgendwie negativ und so ne, bemerkbar machen kann. Gut. Man muss auch mal Glück haben. Kann ja nicht nur immer schief gehen. So, wir haben wieder etwas Flint. Ich glaube, da war noch mehr, ne? Da war noch ein Flint. Oder ein Feuerstein. Wie viele haben wir? 3. So viel Glück, dass ich dann jetzt hier 4 zusammenbekommen hätte. So viel Glück haben wir dann doch wiederum nicht, aber ich will mich nicht beklagen. Wir haben Fleisch. Wir haben etwas Flint. Alles wird gut. Es wird dunkel. Und sollte nicht hier ewig herumtollen, wenn ich nicht Gefahr laufen möchte, irgendwelchen Leuten hier zerlegt zu werden. So, da vorne war irgendwas Blaues. Bedeutet, dass da irgendwelche komischen Wesen rumeiern. Ach Gott. Ach ja, da ist ja auch so ein Dungeon. Und ich habe die lieben Nachbarn, also die mit den Hackebeilchen, direkt nebenan. Hoho. Ja, das wäre natürlich hier eine tolle Situation hier, ne? Oder eine tolle Möglichkeit hier, oder ein Grund, wie auch immer, das Ding hier auszubauen. Von wegen. Befestigen, ja. Ausbauen, nein. Nicht so lange die da rumkrauchen und so weiter und so fort. Nicht mit mir. So, das weg, das da hin. Einfach um es im Auge zu haben. Dumme Angewohnheit von mir. Okay. Es gibt Fleisch. Es gibt Fleisch, Baby. Gut. Ja, ich kämpfe immer noch mit mir, wie ich jetzt am besten vorgehen wäre, sollte. Aber ich habe die Überlegung, dass wir hier zu der einen. Hat geklappt, wunderbar. Station, Basis, wie auch immer gehen sollten, wo das Bett ist. Das Bett dort zerlegen und auf der anderen Basis versuchen, es dort neu aufzubauen. Und dann halt Stück für Stück da die Basis zerlegen. Also die, wo das Bett vorher gestanden hat, um dann halt da ne, auch ein bisschen das Ganze auszudünnen. Dann habe ich auch eine Basis weniger, um die ich mich dann kümmern muss und so, ne? Von wegen Reparatur und hier hast du nicht gesehen. So, 3. Moment. War da nicht noch einer? Du kommst gleich dran, mein Freund. Vorher muss ich hier mal ganz kurz was kontrollieren, nachgucken, wie auch immer. Hallo, rein da. Gerade gesagt, das geht jetzt leichter, wenn das da weg ist. Jetzt straf mich hier nicht lügen. Soll nicht wahr sein. Erst komme ich da ohne Probleme rein oder ohne große Probleme und jetzt hat er hier irgendwie, macht er hier Spirenzchen. Kann er da keine Leiter hinbauen lassen. Dafür ist es nicht hoch genug. Aber vielleicht so ein Balken, wenn ich da so einen Balken hinsetze. Moment mal eben. Hammer. Warte mal. Habe ich Resin? Kein Resin. Mist. Auf die 6, dann Building. Es gibt doch da dieses nette Teil. Ne, das ist es nicht.
Aber der ist es. Hier das erste Mal. Nein, du sollst da nicht andocken. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ich will ja sowas wie eine Stufe haben. Und ich glaube, das könnte helfen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt daran gelegen hat oder ob das jetzt einfach nur Zufall war. So. Was haben wir? Ah, sehr gut. Ich kriege einen weiteren Speer. Das ist schon mal klasse. So, etwas mehr Leder. Aber leider noch nicht genug. Augen. Augen, Augen, Augen. Das Resin halte ich mal fest, beziehungsweise ich investiere es in Feuerpfeile. So. Okay. Speer, damit haben wir drei. Es wird. So, okay. Irgendwie ist hier durcheinander. Das ist aber vollkommen normal. Ich habe hier immer durcheinander. So, okay. Entscheiden, wo ich was lagere. So, okay, das passt. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Für diese Dinge. Gut, 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 gut. Ja, das kann dann so bleiben. Komme ich hier wieder raus? Ich komme hier raus. Das ist gut. Komme ich ja wieder rein. Ja. Funktioniert nicht so hundertprozentig. Ich muss mir das Ganze mal dann bei Licht näher betrachten. So, geht's. Oh, es wird hell. Naja, immerhin. Gut. Ja, das ist schade, dass das mit dem Regen halt, dass der Regen so negative Auswirkungen hier auf unsere Sachen hier hat. Aber wenn ich das ständig repariere, dann geht auf den Hammer und so weiter und so fort. Da muss ich irgendwie eine andere Lösung für finden. Vielleicht setze ich dann, wo stehe ich? Da stehe ich. Vielleicht kann man da auch irgendwie ein Gebäude hinsetzen oder so, halt so wie so ein Turm oder so. Ich weiß es noch nicht. Das war ja auch mehr so ein, erst war es ein Gag, ja, aber einfach nur ein Versuch. Und dann dachte ich irgendwie, oh, das klappt ja, da haben wir ja die Möglichkeit, ne, so ein, ja, erst wollte ich da so einen Rundgang drumherum machen, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Was jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm ist oder so. Egal. So, okay. Man muss halt Sachen erstmal ausprobieren und, der ist halt, liegt in der Natur der Dinge. Der hätte ich nur eine Fackel. Da habe ich nur Baumaterial und Kohle. Und hier habe ich das Bett. Und ich spawne ja jetzt hier an der Stelle, ne, weil ja hier entsprechend das Bett existiert. Wenn ich das jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Fehler mache. Möglicherweise ja. Aber, wie man so schön sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Ich reiß das mal ein. Und, Hoppala. Nein. Das wollte ich gar nicht. Moment. Ich müsste mal ganz kurz. Die ist leer. Da ist nur die Fackel drin. Die Fackel können wir schon mal rausnehmen. Und hier war auch nur.
Baumaterial und so drin. Das kann auch weg. Dann würde ich sagen, das weg. Das weg. Oh, da gibt man sogar etwas Resin. Das ist auch nicht verkehrt. Das und das weg. Und, oh. Oh. Aha. Moment mal. Tja, das ist, fatal, fatal. Weg mit den Steinen. Holz ist da erstmal wichtiger. So. Ojo, 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 ich bin also mehr als voll. Gut. Ja, 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 jetzt hielt ihr mal. Ich glaube, es war dieser, ne? Genau. Dann muss ich hier durch. Ab durch die Mitte. Hallo. Sehr gut. So, folgender Plan. Ja, der planlose Namdos hat einen Plan. Man glaubt es kaum. So, dann würde ich jetzt hier versuchen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ein Bett hinsetzen. Und, ja. Bett hinsetzen hat funktioniert. Nur ob das jetzt auch seinen Zweck erfüllen wird. Ah, Unclaim Beds. Und wenn ich jetzt gehe. Sehr schön. Man kann also auf die Art und Weise dann locker die entsprechenden Spawnpunkte anpassen, verändern, wie auch immer. Sehr, sehr gut. Gut. Was auch gut wäre, wenn ich hier Sachen wieder einlagern könnte. Da ist ein ganz wenig Platz. Ich nehme mal diesen einen Resin raus. War da noch so eine Rosine drin? Das ist nicht der Fall. Da hätten wir Platz für eine Fackel. Und ich kriege hier Holz und so unter. Aber ich brauche hier die Kohle. Kann hier auch rein. Der Stein. Den Rest halte ich fest fürs Bauen und so. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich würde vorschlagen, dass wir diesen Bereich hier versuchen irgendwie auszubauen. Vielleicht die Hütte auch komplett neu machen oder so. Das ist, also wir haben da alle Optionen jetzt offen. Und das Ganze hier versuchen ein bisschen größer zu machen. So weit wie es geht. Und vielleicht noch das irgendwie so, dass wir auch Gebäude haben, die vielleicht gewisse Funktionen dann so für uns erfüllen und so. Ich schau mal. Und bei der Gelegenheit dann natürlich auch immer mal wieder gucken, kriegen wir irgendwo Flint und so weiter und so fort. Damit ich hier, ne, die 4 Speere wieder komplett habe. 8 wären wir ja schon bei dem Erlebnis, das wir da hatten, ja schon fast lieber. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Geschehen, weil, ne, das ist dringend erforderlich. So, ja, und wie gesagt, die Basis, wo wir vorhin waren, ja, wo ich jetzt schon Dinge, also hier dieses Bett vor allen Dingen niedergerissen habe, die werden wir komplett zerlegen, die kommt weg. Ja, dieses und weiteres wird in den noch zu erledigenden Folgen geschehen, hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass wir uns bis dahin wiedersehen. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Nutzt den Tag.